Emma Watson zeigte, dass sie seit Harry Potter einen langen Weg zurückgelegt hat. Am roten Teppich des neuen Films Noah in Berlin erstaunte die 20-Jährige in einem bodenlangen dunkelblauen Kleid. Die Rückenansicht war sehr eindrucksvoll. Emma trug dezentes Make-up und hielt alles eher klassisch mit dem hellroten Lippenstift, der ihre makellose Porzellanhaut betonte. Aber trotz all des Glitzers und Glamours am roten Teppich wurde der neue Streifen als kontroversiell bezeichnet für die Art und Weise, wie der biblische Noah darin dargestellt wird. Der Film wurde bereits in 3 Ländern verboten. Die Fans der Harry Potter-Schauspielerin können die Kontroverse selbst beurteilen, wenn der Film nächsten Monat Premiere hat.